Vielleicht finden wir ja noch das Etwas, das du vorhin am Dach gesehen hast. Aber dies ist doch sicher das letzte Zimmer im Turm. Also muss ich mir das eingebildet haben. Nicht unbedingt, Luke. Wenn ich mich nicht irre, gibt es einen Weg, um von hier aus nach draußen zu gelangen. Untersuchen wir den Raum etwas genauer. Geht in Ordnung, Professor. Okay. Bild zweier Mädchen. Ja. Also das ist doch wirklich. Okay, da. Nee. Oh, durch das Bleiglasfenster kommt ganz schön viel Licht. Ich frage mich, ob das der oberste Teil des Turms ist. Noch mehr untersuchen? Also doch hier irgendwo was? Was ist da? Ein Rätsel! Rätseltime! Puzzle-Time! Ah, ein Klavierrätsel! Fangen wir es! Essen wir es! Was ist Lösen denn wir los, es! Luke? Ja, lösen wir es, genau. Ein Brief auf dem Flügel war ein Beweis im Prozess. Der Brief. Im Prozess? Ja, die Begebenheiten zum Tod von Meister de Victoire. Der Prozess, bei dem sie. Du meinst, als ich eine goldene Statue war, oder? Das heißt, das ist der Brief, den die Eule uns gegeben hat. Ah, wie war denn das? Was hatte nochmal Tenno Kass uns da gesagt? Oh Ja, Gott. also folgendes Gespräch hat er wohl mal mitgehört im Zug oder Ah, so. Ja, stimmt. genau. Ja, Brit. die hieß Brit, so wie der Kleber. Nur mit B. Nur mit B. Buhu. Genial. Und was sitzt im Baum und winkt? Ein Huhu. Okay, Besuch abgestattet. Na ja, ja, das ist er. Aber eben auf dem Papier war, aber auf dem Papier war nichts geschrieben, oder? Ja, so viel ist klar. Das war Meister de Victoires Abschiedsbrief an den Schöpfer. Der Abschiedsbrief. Aber Meister de Victoires Butler hat den Brief mit leeren Seiten vertauscht. Und diese leeren Seiten hat die Eule uns gegeben, weil sie das seltsam fand. Ich verstehe, ich habe während meiner Abwesenheit eindeutig einiges verpasst. Der echte Abschiedsbrief wurde im Prozess gefunden. Und wenn das so ist, was tut er dann wieder hier? Was Ich für ein denke, Durcheinander! das kann ich nicht, das kann ich erklären, Luke. Es ist wahrscheinlich, dass der Brief nach dem. Mein Tablet spukt, weil. Was zum? Ah, jetzt weiß ich, was mit meinem Tablet los war. Gute Idee. Machen wir es zu. Und zwar, als Alice hier drüben so ein bisschen mit dem Kopfhörerkabel rumgewackelt hat, hat sich auf dem Tablet was getan, weil sie irgendwie auf Weil ich mit das dem Touchpad. Ka ja, bin, weil ich bin mit dem Kabel auf das Touchpad gekommen. Wer hätte gedacht, dass man mit einem Kabel ein Touchpad steuern kann? Naja, okay, fließt ja so Ja. Strom durch irgendwie. Aber nur ein leichter, denke ich. Ja, wie auch immer. Es klappt auf jeden Fall. Ja, rechtmäßiger Besitzer, bla bla bla. Außerdem war er an den Schöpfer adressiert. Ich verstehe. Und diesmal konnte der Schöpfer ihn richtig lesen. Und wenn er den Brief gelesen hat, heißt das, der Schöpfer hat es vor kurzem getan. Wahrscheinlich heute, als er an dem Flügel saß. Was kann hier bloß vor der Parade geschehen sein? Wir übersehen hier etwas. Wir müssen uns genau umsehen, Luke. Was kann es nur sein? Dies ist sicherlich keine Falle. Es wäre unwahrscheinlich, dass eine Falle so offensichtlich wäre. Einen Moment. Hier ist ein Rätsel am Flügel versteckt. Oh, Musik! Himmlische Klänge. Ich mag das Lied zu sehr. Unter dem Bleiglasfenster steht Folgendes geschrieben. Ordne die Noten so, dass sie eine bezaubernde Melodie ergeben. Eine bezaubernde Melodie, eine bestimmte oder was? Tja. Gibt es hier irgendwie ein Lied, welches.
Erstmal. Ach nee, wenn ich auf Antwort gehe, dann kann das dann schon als falsch gewertet werden? Vermutlich. Denke ich mal. Hm. Nee, aber ich höre ja sonst nichts. Oder muss ich hier drauf achten, dass. Wie war der Text nochmal, den ich so hochwillig durchgelesen habe? Hm? Als Nordmann? Hm. Mach doch nochmal die Beschreibung auf. Ja, okay. Bitte. Dass sie eine bezaubernde Melodie ergeben. Ein Stern wird an des Himmels Rand, die Harfe in der Göttin Hand, ein wundervolles Lied entstand. Okay. Immer wenn die Harfe in der Hand von der Göttin ist. Nee, aber warte mal, Sterne an des Himmels Rand? Nee, ich weiß, wie es gemeint ist und ich weiß auch, wie es funktioniert. Ich würde es gerne. Pass auf, jetzt macht's gleich wieder Fling und dann zeigt er dir, welche Noten stimmen. Ah! Oder es zeigt dir, welches Lied du basteln musst. So rum meine ich, Entschuldigung. Okay. Ja, das Doofe ist, ich habe das jetzt nicht so ganz, Musst du warten. Ich muss erst mal gucken, wo die oberste ist. Kann man das nicht verschnellern? Mhm. Oh Mann. Okay, gleich haben wir es wieder. Ich merke mir die rechte Hälfte. Okay. Die vierte ist die oberste, genau. Und die anderen drei, die gehen dann so. So zum Beispiel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es die drei sind. Screenshot machen. Screenshot, genau, so einfach. Nein, das kann ja nicht der Sinn und Zweck der Sache sein. Nee, aber die ersten drei schon jedenfalls richtig. Die dritte hätte ich als vorletztes gestellt eigentlich. Ja. Ja? Ich würde auch sagen, also die ersten drei, die sind, glaube ich, noch zu. Jetzt, also meine Hälfte ist, glaube ich, jetzt. Moment. Oder? Nee. Nee? Nee, jetzt also ist hier es was falsch. Niedrigeres. So ist meines so? Richtig. So. Ja, stimmt. Und dann sind die auch gleich, genau. Jetzt hier eine drunter. Also die vorletzte und letzte habe ich jetzt nicht gesehen, aber. Die letzten vier müssten stimmen. Ich bin mir bei der letzten vier. Okay, dann stimmen die ersten drei auch, aber ich werde nochmal gucken. Also die beiden einmal sind gleich, dann geht's eine runter, dann geht's da zwei hoch und dann geht's da eine ganz weit unten. Gucken wir mal, ob das stimmen kann. Ja, das. Meine sind richtig, meine vier. Ich würde sagen, meine könnte es auch. Dann schaue ich mir deine auch nochmal an. Welche? Deine sind die rechten vier, oder wie? Meine sind die rechten vier, die rechte Hälfte. Okay, die linken vier sind auf jeden Fall richtig, so. Achso, die rechten auch, ja, dann mach Antwort. Mach ich? Ja, ich guck's mir noch einmal an. Wir sind ja kurz, wir sind ja gleich da. Aber ich finde das ein schönes. Ja, Satz. Ist richtig. Ich kenne schon die Antwort. Juhu! Die Freude des Rätsellösens. So, stimmig. Ein lauter Knall hallt durch den Raum. Ein lauter Knall, ganz viel Hall. Als sich der Himmelsglobus, bla bla bla. So, dann kommen wir wohl weiter, oder was? Oh. Nu? Ich habe so ein Gefühl, dass das Dach, welches wir vom Garten aus gesehen haben, über uns weitergeht. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Es ist wirklich unheimlich dunkel hier, aber von oben herab scheint Mond. Atmen wir tief durch und gehen wir dem nach. Von oben herab scheint Mond. Ja, Mond. Vorsicht, bei dem können dann auch Drogentests positiv ausfallen. Das größte Rätsel von allen wartet dort oben auf uns. Aha. Das denke ich auch, Professor. Ich frage mich, was es sein könnte. Flora! Ein Schieberätsel! Der nächste Akt? Aber die Geschichte ist bereits zu Ende, oder nicht? Der nächste Akt? Noch nicht, Luke. Es ist doch so romantisch im Mondscheinlicht. Ja, da würde. Ja, finde ich schon. Etwas zu früh fürs Finale. Ja, eben, es ist zu früh fürs Finale. Und wir haben schon 14 Uhr durch. Mein Kopfhörer. Oho. Einer sagt schon Don Paolo. Ja, Don Paolo. Ha! Ah, es ist Don Paolo! Gedacht. Ich hab's genau gesehen. Ich habe erwartet, dass ihr diejenigen sein würdet, die es so weit schaffen. Ihr! Du hattest recht. Wie ich es bereits geahnt hatte.
Professor Layton. Ich habe langsam genug davon, dass ihr so unverhohlen den Lauf meiner Geschichte stört. Das kann ich nicht länger zulassen. Professor! Schnitt! Doch nicht. Danke, mein Junge. Oh. Kein Layton ohne Kampfszene des Professors, aber ich muss an... Wortgefecht! An was musst du denken? Mag es mal wieder. Ja, okay, dann mache ich so lange das Rätsel. Aber das ist so episch. Oh. Was der Schöpfer geschrieben hat, wird sich immer bewahrheiten. Die Angriffe deines Gegners sind da keine Ausnahme. Präge dir die Geschichte des Schöpfers gut ein, um die vorhergesagten Schläge abzuwehren. Oh wei. Gegnerische Ritter tauchen gemäß der Geschichte des Schöpfers auf. Präge dir die Reihenfolge der Angriffe genau ein und wehre sie ab, indem du die Angriffe des Ritters gegen ihn verwendest. Ah, man soll die gleichen Angriffe verwenden. Mhm. Also parieren halt wie. Mhm. Der Gegner zog sein Schwert. Als der Kampf dem Ende nahte, hob er seine Klinge hoch über seinen Kopf für den letzten Schlag. Okay. Also stand da jetzt als Beispiel. Ja. Okay, soweit, so gut verstanden. Ich fürchte, der Vorhang fällt nun. Erlauben Sie mir, die Geschichte Ihres Ablebens niederzuschreiben. Der Ritter zieht sein Schwert. Als der Kampf dem Ende naht, hebt er seine Klinge hoch über den Kopf. Ja. Der zeigt die Animation. Oh, wie gemein. Darf ich nochmal? Nein. Was? Doch. Nicht? Nein. Echt? Das von vorne anfangen geht nur, dass du die Reihenfolge nochmal neu sortieren kannst. Aber ich kann dir ein bisschen sagen, na, was ich gesehen habe eben. Also auf jeden Fall hat er als erstes das von oben nach unten gemacht. Ach, das von oben nach unten hat er zuerst? Sicher? Ja. Dann hat er aber das gemacht, genau. Dann das und dann das. Bin ich auch der Meinung. Ja. Alter! Eben, das ist voll episch. Und Mark hat's nicht gesehen. Tja, schade. Ja, aber. Gut gekontert, Professor. Aber wie werden Sie sich in dieser Tragödie schlagen? In dieser? Ein neuer Ritter nimmt den Platz. Weißt du was? Nein! Hallo! Nein, damit okay. Fangen wir nicht an. Oh Mann. Nein. Okay, dann müssen wir uns das... Also, der Ritter, der zeigt dann in einer Animation, was für Schläge er macht und wir müssen uns das merken. Okay. Ich sehe es kommen, das ist aber eine viele Köche ver... Komm, du machst die ersten zwei, ich nehm den dritten mal. Und Marc nimmt den letzten. Zeig mal. Sind's immer nur... Nee, es sind doch... Ach so. Zeig mal. Oder sind's irgendwann, glaube ich... Na, es sind bestimmt mal. Dann auch... Ach so, nee, weiß ich ja nicht, wie viele dann. Ein neuer Ritter nimmt den Platz seines gefallenen Kameraden ein. Er schlägt schnell zu und führt drei Schläge aus, bevor er den Kampf mit einer Kombination aus drei Schwerthieben beendet. Zeig mal. Ja, Moment. Zeig mal. Ja, aber wir müssen es uns auch merken. Ich will darauf vorbereitet sein. Drei Schläge und dann... Bin ich. Zeig mal. Ah. Okay. Oh, also das erste war ein Dreher. Und das letzte war ein Dreher. Und das letzte, und, aber... Ich glaube, das erste war doch kein Dreher, das zweite war ein Dreher. Das zweite? Okay, was war das erste dann? Das erste war, glaube ich, wieder von oben nach unten, kann sein. Ah, und jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. Jetzt kann ich es mir auch merken. Jetzt müssen wir es nochmal machen. Geht das? Nicht! Kannst du nicht auf neu gehen? Nein! Oder? Warum nicht? Nein, das funktioniert nicht. Das klappt nicht. Ich hab dir gesagt, wir müssen uns das merken. Ich wusste ja nicht, wie es dann weitergeht. Ja, ich auch erst nicht. Deswegen habe ich es dir gesagt. Ja, das Rätsel ist gemein, aber es ist sehr cool. Trotzdem. Also. Hm. Also, auf jeden Fall hat er
zweimal hintereinander dieses von rechts nach links Ausschweifen gemacht. Echt? Hat er? Ja, das hat auf jeden Fall zweimal hintereinander. Ja, das war, glaube ich, der dritte und der vierte Schlag. Ja, das, ja. Da hätte ich jetzt es auch eingeordnet. Ja, ja. Und ich glaube, der zweite... So? Nicht mehr so? Die ersten und zweiten? Und dann glaube ich, das und dann das. Ja, das so hätte ich auch jetzt vermutet. Probieren. Ja. Nein. Nein, habe ich doch gesagt, als erstes der Dreher. Doch als erstes, ja. Ich habe jetzt mich auf Mark verlassen. Entschuldigung. Hm. Aber wenigstens kriegt man keinen Abzug dafür. Ja, ja. Oh, Mann. Erster Dreher, okay. Ja, dann runter, dann vor, Stichen, vor. Stichen, und drehen. Okay. Ja, jetzt ist okay. Es klar. Drehen, runter, hoch, Stich, Stich, runter, drehen. Stich. Genau. Ey, das ist ja vorwärts wie rückwärts gleich. Ja, das war es ja eben auch. Ah. Deswegen war ich der Meinung, dass man es richtig war. Klick, klick, klack. Ja, ich weiß ja nicht, ob es jedes Mal so ist. Oh Gott, ist das... Hm. Oh Gott. Sie denken, Sie hätten alle Antworten. Finden wir heraus, ob Sie das Ende des Kapitels erahnen können. Der letzte Ritter zückt sein Schwert. Während seines Ansturms scheint er mit den Schatten zu verschmelzen, sodass seine Angriffe förmlich aus dem Nichts kommen. Klingt böse. Mhm, ist es auch. Oh nein. Es ist voll böse. Ach, was soll man denn da machen? Na, wir warten mal erstmal noch auf Mark, ob das dann drei Augen haben. Drei Augenpaar. Sag stimmt, nicht, da kommen mehr Ritter. Aber stimmt, Chat kann helfen. Chat kann helfen? Was? Na, Chat kann ja an sich helfen. Hm. Kann ja auch zuschauen. Okay, ja. Chat. Helf mit. Okay, Mark. Was? So, jetzt, dieses scheint wohl dann fies zu werden. Das kann sehr man, fies. Ja, das kann man schon irgendwie erahnen. Okay. Oh, da bin ich ja echt mal gespannt. Jeder merkt sich zwei, okay? Okay, wer merkt sich die ersten zwei? Ich nehme die ersten beiden. Ja, genau, genau. Okay, du nimmst dann die 3 und 4 und ich nehme die 5 und 6. Ja, aber sind es auch wirklich 6, weil dann... Ich weiß es nicht gerade. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht mehr sind. Ich wette, es sind mehr. Wir probieren es. Okay. Schauen wir mal. 1. Von oben? Das vorletzte war von oben. Nicht der Sprung von oben. Nee, nicht der Sprung, das andere. Und dann dieser, unten in der Mitte der. Mhm. Unten in der Mitte. Meine. Okay, dann war bei mir, glaube ich, runter und ein Stich oder bei oder mir war hoch und dann war das letzte bestimmt eine Drehung. Ja, weil das ist das Einzige, was das hier... Das ist ein Ausschlussverfahren, dass ja, man das letzte... Eben. Ja, eben. Ah. Ah, fuck. Supi. Ah. Na. Okay, gar nichts davon? Nochmal. Okay. Ein. Drehung. Ah, die Drehung ist das, okay. Runter, Stich, okay. Drehung, okay, und das vorletzte ist eine Drehung. Mhm. Ja, haben wir so viele Drehungen denn? Ja. Oh, was hattest du jetzt? Ach, das sind immer andere! Ja. Na, also ich hatte von oben und dann Drehung auf jeden Fall. Das waren meine beiden. Der hier? Ja, und dann eine Drehung. Ich hatte runter und Stich, aber nee, das, Nee, dann hatte Marc den Sprung. Den Sprung. Marc hatte bestimmt den Sprung und dann hattest du runter, runter und Stich. Runter und Stich? Und nee, den. Und ich hatte... Drehung? Drehung und Stich. Hä? Nee. Ich hatte das normale runter. Ja, ich hab mir wenigstens meins gemerkt. Okay, aber dann... Was hat er denn dann gemacht? Na okay, nochmal. Jetzt. Stich. Stich. Runter? Stich. Mhm. Also das vorletzte Stich. Also was hattest du? Ich hatte einen Stich und dann einen normalen Querschlag. Ja. Stich runter hatte ich, oder? Nee. Was hatte ich denn? Ich hatte auch einen Stich mit drin. Oh, das ist... Das ist echt schwierig. Ich krieg meins nicht. Ich find's immer schwierig zu sehen, ob es jetzt so ein Hochsprung ist oder einfach nur runter. Hm. Na, wir haben jetzt 50-50. Na, was war denn das letzte? Bei mir war das letzte, was ich gesehen habe, ein Stich. Okay, ja, ja. Also weißt du, ob der Stich davor kam, oder? Ich möchte meinen, der dritte war auf jeden Fall ein Stich. Ja, ja, und dann? Runter vielleicht? Ich weiß nicht. Weil ich habe den hoch, glaube ich, nicht gehabt, also gesehen. Ha! Ja! Yes! Wow. Endlich. Boom! Ja, kein Leighton ohne Schwertkampf.
Genau. Ja. Ich mich wohl bewährt habe. Ja. Ja, eigentlich wäre er jetzt mehrmals gestorben. Ob ich mich wohl gewehrt habe? Ja. Ausgezeichnet. In diesem Fall war die Feder dem Schwert wohl unterlegen.